Happy New Year, Happy New Year. Ja, sehr schön. Ich habe ja mir die Tage über das Depp und Deppert irgendeine Scheiße mit Weihnachten angeschaut und Ja. habe mich gut unterhalten gefühlt, vor allem weil ihr ein bisschen was von euch persönlich erzählt habt, wie Weihnachten so läuft. Und ich bin sehr gespannt, ob du uns berichten wirst irgendwann im Januar, dass du das Fiaker-Gulasch gegessen hast. Das habe ich mir gemerkt. Ja, da bin ich gespannt. Am 19. Januar fliege ich nach Sehr schön. Österreich. Ich bin Und gespannt, in ja. erster Linie habe ich vernommen, um dich kulinarisch nochmal verwöhnen zu lassen, mit mehr außer nur Schnitzel. Ja, die essen ja nur Schnitzel da, Schnitzel und Würstchen. Sehr Das schön. ist schon ziemlich schräg. Aber Klingt ja fast wie, wie bei den Engländern mit Baked Beans und Fish and Chips und so. So, wir haben uns überlegt, ihr habt gerufen, wir folgen euren Rufen, ihr wollt Hörspielneuheiten, die werden uns auch 2024 weiterhin beschäftigen, immer am ersten eines Monats als einzelne Rubrik. Und ich bin mir sicher, das wird durchknallen, das wird scheppern, das wird uns mindestens jedes Mal 100 neue Abonnenten bringen. Und es wird auch immer ganz abwechslungsreich beginnen. Genau, nämlich am 1.1. mit einem Hörspiel, mit dem wir eigentlich, glaube ich, immer be begonnen haben. Van Dusen Nummer 26. Ja. Das Kuckucksei von Holisoft. Und jetzt ganz ehrlich, am 1.1. Am 1.1. Aber dann eigentlich nur digital, oder? Also. Ja, wollte ich gerade sagen, weil CD-Form wird schwierig am 1.1. Ja, aber ich kenne Ne? das zum Beispiel auch von DVD Blu-ray-Veröffentlichungen zum Beispiel, dass sie teilweise schon einen Tag vor in den Geschäften waren. Vielleicht kriegt man von Dusen schon Silvester in den Was Geschäften. auch schwierig, ist, weil das Ach, ist ja ein Sonntag Sonntag. ist. Ach, ist ja ein Sonntag. Nee, dann tut mir leid, Leute, das wird nichts werden. Tja, da Da müsst ihr bin ich also ja auf den digitalen Plattformen werdet ihr es finden. Ich habe es immer noch nicht gehört. Dann sehen wir hier die nächsten Tage ganz viele Radiohörspiele. Ich möchte trotzdem eins mal empfehlen, weil ich es richtig cool finde, dass nämlich Bastian Pastewka mit Ein Kai Buchs, Mucks. dem Krimi-Podcast. Da geht es mit Staffel 5 übrigens los am 4.1. Ein Todesfall wird vorbereitet aus dem Archiv des Bayerischen Rundfunks 1962 in der ARD Audiothek zu hören. Ich finde das richtig geil, muss ich sagen. Dann geht es weiter mit. Die Flusspiraten des Mississippi aus dem Hause Pidax. Genau, das Das haben ist wir. was Altes, weil es steht hier 1967. Also ganz alter Käse. Das war's für dich, die ewig Festrigen. Da sind wir bei Nee, Christian aber Dürr da zu bin ich, Hause. nee, da bin ich aber bei den 80ern dann eher bei den Hörspielen. Ich finde immer, diese ganz alten Hörspiele klingen doch sehr, sehr, sehr altbacken. Ich mag den Sound der 80er gerne. Okay, wobei aber auch in den 16, 17 schon extrem viele Ja. tolle Darsteller und Ja, Sprecher dabei natürlich, sind, ne? natürlich. Keine Frage. Dann geht's weiter mit der Gruselstunde. Folge 27, Friedhof der Gablosen. Ja, was sind Hätte ich Grablose? eher Grablosen gedacht, vielleicht. Ich denke auch. Aber Cover liegt nicht vor, wir können es nicht kontrollieren. Genau, aus dem Hause Xanto Audio, kenne ich gar nicht. Nee, auch nicht. Bitte erster, gerne mal reinhören. Interessant, dass Folge 27 kommt und wir kennen Xanto Audio nicht. Haben wir nicht aufgepasst? Ich weiß es nicht. Ja, Holisoft bringt am 5.1. den Eine Geschichte über dich. Holy Klassiker 80 Till Eulenspiegel. Ach Wenn ich mir herrje. das Foto so angucke, das könnte der Jürs sein Ja, mit vor der 20 Eule. Jahren. Ja, mit der Eule und so. Dann etwas, worauf wir uns alle freuen, auch Mario, wie wir letztes Mal erfahren haben. Die Bibel geht weiter, nämlich mit dem Alten Testament. Wie viele Folgen gibt es denn da eigentlich? Aber ich glaube, die Bibel ist dick, da kann man noch einiges rausholen. Ja. Wir sind im Alten Testament, Folge 13, Jakob und die Himmelsleiter aus dem Hause Holisoft 5, der Ich bin Erste. gespannt, ob es irgendwann mal Crossover-Folgen zwischen Alten und Neuen Testament gibt. So Jesus versus Moses. 2.0 oder so. Ja. Ja, wäre doch mal was. Rudisoft auch weiterhin mit Lupin Legends am 5.1. Nummer 5. Der Zirkel der blauen Stunde. Aha. Gibt es etwas, was du ja, glaube ich, regelmäßig hörst? Mario auch, Larry Brand nämlich, Folge 50, die fliegenden Särge von San Francisco. Nein, höre ich tatsächlich nicht. Ah, Ich okay. habe die alte Europa-Larry Brand-Reihe gehört. Mit der neuen konnte ich mich nicht so richtig anfreunden, habe mich da auch nicht weiter reingehört. Nee, ich bin, also da bin ich nur bei den alten Europa-Folgen. Okay, scheint aber, dass wir 50 Folgen haben, doch erfolgreich zu sein, ne? Sicherlich. Ist ja auch Dreamland ein. Grusel hörst du aber? Ja, gelegentlich. Nicht alle habe ich jetzt gehört, aber viele, manche sind echt gut, manche sind so,
Aber lohnt sich immer reinzuhören, allein schon wegen der Carsten Bohn-Musik, die man am Anfang verwendet. Also düstere Verwünschungen, Folge 61, Dreamland Rusel. Da es einzelne Geschichten sind, muss man die auch nicht konsequent durchhören in einer Reihe. Okay. Die hängen ja nicht zusammen. Genau. Und das nächste, mit dem kannst du auch was anfangen, glaube ich. Ja, da habe ich ja mit, also in der Folge jetzt nicht mehr mitgesprochen. In den Folgen 52 bis 54 bin ich ja in Minigastauftritten dabei. Tony Ballard, Folge 55, jetzt Trank des Verderbens, auch von Dreamland. Das heißt also, ab Folge 55 können wir wieder bedenkenlos hören. Ja, ihr So. müsst weder Mario noch mich ertragen. Ebenfalls am 5.1. die schwarze Serie, Folge 26 mit Monktones Gruft aus dem Hause Maritim. So, dann etwas, was mich interessiert, was ich noch gar nicht gehört habe. Aber Contendo Media ist immer wieder eine Hörspielreise wert. Midnight Tales 86, Monsterwürmer. Dann geht es aus dem Hause Europa weiter mit einer Serie, die wir beide ganz toll finden und wir verehren, nämlich der kleine ICE. Der ist so niedlich und so süß. Und deswegen gibt es endlich Folge 10 mit der gruseligen Folge Die Geisterbahn. Ich finde aber, der wird wahrscheinlich erst am 10.01. erscheinen, weil die Bahn sich ja immer verspätet. So, Ja, wenn auch sie denn überhaupt kommt. wenn sie überhaupt kommt, ja. Der kleine ICE fällt leider aus. Ja, Edelkids bringt am 5.1. Patterson und Findus. Findus erklärt die Welt und der Urknall und das Weltall. Genau. Aha. Naja. Oho. Dann geht's weiter. Oh, Müssen da wir ein muss man bisschen scrollen mit scrollen. Holy Soft und dem Ja. Holy Horror Folge 43, der große Gott Pan. Mein Gott. 10.1. Ja, und am 10.01., das mache ich gleich im Doppelpack, wieso, weshalb, warum, aus dem Hause Jumbo, einmal mit Wir erforschen die Vulkane und wir gehen einkaufen. Also wir gehen einkaufen, das muss ich mir unbedingt anhören. Ja, bei Lidl, Aldi oder Co., man weiß es Ja. nicht so Ob es ganz da auch genau. schreiende Kinder im Kassenbereich gibt, in diesem Ja, die Hörspiel? sich auf dem Boden wälzen und Ja. rumschreien. Oh, herrlich. Es ist schön. Kannst du dich erinnern, als die Kinder klein waren? Herrlich, herrlich. Wie einen Das die anderen haben... Leute immer angucken, so nach dem Motto, was für scheiß Eltern seid ihr denn? So nach dem Motto. Ja, das... Erstaunlicherweise haben meine Kinder das nicht gemacht. Okay. Warum auch immer. Ich weiß nicht warum. Das haben sie, also im Kassen, die haben an anderen Momenten haben die Herz gemacht, aber im Kassenbereich dieses, ich will das, das gab es nicht. Ah, okay. Wahrscheinlich, weil Wahrscheinlich, du weil wir sie mit dem Wiener Würstchen vom Schlachterstand ruhig gestellt haben. Oder aber, weil du sie mit Hörspielen glücklich gemacht hast, wie die Bibel zum Beispiel, Neues Testament, Folge 13, die Bergpredigt, die gab es nämlich immer dann, wenn sie sich nicht benommen haben, am 12.01. aus dem Hause Holy Soft. Ja, Holy Soft macht am 12.01. dann auch noch weiter mit Solomon Kane, Folge 4, die Burg des Teufels. Und ich mache es gleich noch, weil auch Holy Soft, Medusas Königreich 3, der Verrat der Anaconda. Und noch mehr Holy Soft, mach gleich weiter. Oh Gott, Holy Klassiker 81, Macbeth. Und ich mache Holy Soft Lovecraft Legends Folge 1, also eine neue Reihe mit dem Folgentitel Ein Porträt. Was? Ein Porträt Torquemadas. Ah, so heißt es. Aus dem Haus Whatever. der Erste. Ja, mein Güte, Oh. die Haut. Und jetzt kommt was für dich. Kiddings Oh. bringt Bibi Blocksberg 150 Neustadt in Gefahr. Da fragt man sich, welches Neustadt? Es gibt doch so viele. In der Tat. Und ich darf übrigens kleine Cross-Promo machen. Kollege Julian Schlichting und ich werden auch Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen weiter besprechen, in Kürze auch auf diesem Kanal. Also seid gerne gespannt. Da So. werden sich die Kinder aber freuen, dass alte weiße Männer sich über Kinderspiele unterhalten. Ich mache auch gerne Blackfacing, das ist überhaupt gar kein Problem. So. Contento Media veröffentlicht die Murder Tales. Folge 2 schon. Tod im All, Und 12.1. auch da, wie gesagt, diese Contendo Media Sachen sehr ans Herz zu legen. Ich habe Christoph Piasecki macht die ganzen Sachen und das sind tolle Hörspiele. Ich habe jetzt, wie gesagt, Murder Tales, Midnight Tales und es gibt auch noch Horror Tales. Noch keine von gehört, wobei Murder und Horror Tales neu sind. Aber ich weiß, dass die Reihen, die er gemacht hat, wirklich, wirklich ganz toll sind. Deswegen werde ich da auf jeden Fall reinhören, tatsächlich. Okay, wobei ich mich frage, und das ist jetzt nur ein Gefühl, entkräfte das gerne, muss man nicht aufpassen, dass man nicht auch zu viele Reihen macht, die ähnlich sind? Ja, aber ich weiß nicht, weil das, also Murder Tales, Midnight Tales und Horror Tales sind natürlich, ne, also das sind ja Einzelgeschichten. Ja. Also das sind keine Reihen, das sind auch wieder Sachen, die man sich einzeln anhören könnte. Das sind Einzelhörspiele, das eine eben Horror, das andere sind eben irgendwelche Krimi-Sachen und Midnight Tales, irgendwas Thriller-mäßig, why not? Also seine zwei Hauptreihen, die ich sehr liebe, die drei Senioren und Mord ist ihr Leben, sind wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Und ich glaube, du möchtest im Alter, möchtest du mal eine der drei Senioren auch sein, oder?
Ja, das wäre fantastisch. Sherlock Holmes und Co. Folge 75 schon, nämlich der Tyrann aus dem Hause Maritim kommt am 12. Januar. Ja, und Kopfkino-Audio bringt am selben Tag Geheimagenten Nummer 6, Edgar Und Wallace. dann gibt es noch. Besprechen wir das, oder? Den Theo? Theo Jo, Tumsee? why not? Theo und der gehänselte Gänsegeier, meine Güte. Und zwar ist das veröffentlicht worden von Bad Reichenhall Tourismus und Stadtmarketing. Es scheint also in der Tat eine Art Ja. Werbeprodukt zu sein, Ja, oder? die haben auch Folge, witzigerweise steht hier Folge 3 vor Folge 2. Die haben selbst gesagt, der schwebende Theo. Ich kann. Ja, okay, der schwimmende Theo. Dann bleiben wir bei den Kinderhörspielen. Etwas, wo Ja. du immer wieder sagst dir, warum braucht man es, wenn es doch das Original gibt. Nämlich die drei Richtig. Fragezeichen Kids mit die Piratenbande aus dem Haus Europa 12.1. Ja, finde ich eigentlich. Also ich bin der Meinung, man kann es mit 6 Jahren auch schon drei Fragezeichen normal hören, ohne dass du schlimmste Albträume hast. Gerade bei den neueren Folgen, die gar nicht mehr so gruselig sind. Also, so what? Müssen nicht alle verweichlichen. Ritter Rost, Folge 18. Die 7-Meilen-Stiefel kommt auch von Europa. Das ist dann eher etwas, wo ich sage, ja, für Kinder, ja, Ritter Rost, aber nicht drei Fragezeichen jetzt. Genau, und wer was lernen möchte, der hört sich einfach die Denkmaschine an. Da gibt es nämlich auch schon Folge 10, die heißt Das perfekte Alibi aus dem Hause Winterzeit, auch am 12.01. Der 12.01. übrigens ein Datum, wo viel, viel veröffentlicht wird. Ja. Dann geht es weiter am 19.01. erst, wenn ich das richtig sehe. Ja, mit Sherlock Holmes Legend Untold Nummer 1. Warnfinger aus Unisoft. Ja, und weil wir wissen, auf einem Bein kann man nicht stehen, brauchen wir noch einen zweiten von Dusen, nämlich Folge 24, der schwarze Turm, auch am 19.01. Holy Soft. So, den nächsten überlasse ich dir auch, weil das Oh, ist dein Ding. ja, wobei auch da wieder, es ist nicht das Original, es ist nicht Benjamin Blümchen, es sind die Benjamin Blümchen Minis, also auch so kleine Minigeschichten, die vielleicht ganz schön ist, weil sie auch immer nur so 5 Minuten gehen, womit man die Kleinen ranführen kann an Hörspiele, mit 3 Jahren, mit 4 Jahren, vielleicht wirklich so, hier sind sie ab 5, glaube ich, oder war das so, Ja. weiß ich gar nicht, aber das sind einfach so Kurzgeschichten, die kann man sich gerne mal zusammen anhören und das ist alles unter der Kategorie Endlich Schnee aus dem Hause Kiddings, 19.01. Töre und ich bin gespannt, ob das übrigens schon mit dem neuen Sprecher sein wird. Wahrscheinlich nicht. Keine Aber Ahnung. wir wissen ja, der Joachim Kluckert ist ja von uns gegangen. Ja. Ganz klar. Aber das Ding ist, wie gesagt, also wenn die Aufmerksamkeitsspanne der kleinen Kinder schon in dem Alter Generation TikTok ist, dann tut es mir sehr leid. Also man kann Kinder auch 20 Minuten oder 30 Minuten oder 40 Minuten von einem Hörspiel setzen, auch in dem Alter. Und wenn sie bei Benjamin Blümchen dann irgendwann das Interesse verlieren und erst 2 Tage später weiterhören, dann wird es auch nicht so, ist es nicht so anspruchsvoll, dass es so wichtig ist. Naja, egal. Aber Euro, ja? kommen wir zu einer Klassikerserie, die ich weiß gar Ja. nicht, du sie immer noch hörst? Nein, ich habe Nein. sie früher gehört mit der Originalbesetzung mit Oliver Rohrbeck und Lutz, man kennt sie als Erzähler. Ich weiß nicht, ob er das immer noch macht. Fünf Freunde Nummer 158 und das verlorene Maß aus dem Europa. Aber da bin ich also ich nach den ersten 10, 15, 20 Folgen. Ich weiß nicht, wie Ja, lange das. okay, und da habe ich ein bisschen länger durchgehalten. Ebenso wie bei TKKG, wo ich, glaube Ja. ich, so ab Folge 60 irgendwann raus war. Das heißt, Ja. ich kenne den Rest noch gar nicht, aber ich habe durchaus Interesse, zumindest da mal irgendwann wieder weiterzumachen. Mal gucken, wie lange es mich catcht. Hier sind wir schon bei Folge 230, wo ja auch schon vieles anders ist, weil Tim nicht mehr Ja. Tarzan heißt und all Ja, das ist diese. ja schon lange. Genau, all Ne? diese Dinge, die wir von früher kennen, nicht mehr stattfinden. Die Tesla-Verschwörung. Na, das Ja. klingt doch mal spannend. Folge Nee. 230 TKKG, Europa. Nee. TKKG fand ich geil, als Tarzan noch der Schlägertyp war, der jedem Nicht viel einfach gesprochen hat, sondern erstmal nur der jedem auf gesprochen die hat. Fresse hauen wollte. So, und das war, und wo der Landstreicher noch als, ey, den fasse ich nicht an, ich will mir doch keine Krankheiten holen. Und Zu Recht. ne? Und der Italiener definitiv Mafiosi war. Oder ein Spaghettifresser. Und Spaghettifresser. Und reden wir gar nicht erst von den Zigeunern. Ach, Das waren das noch hat noch, Zeiten. das war noch, das ist natürlich ist das schlimm rassistisch und doof. Natürlich. Aber gerade weil es so doof war, hatte es einen Unterhaltungswert. Und ich finde, wenn man das dem abzieht, ist das 0815-Ware, weil TKKG ist nun wirklich nicht spannend. Aber meine Meinung, 19.1. Maritim, Irene Adler, Sonderermittlerin der Krone, Folge 19, Vier Elemente. Aha.
Dann der Küstenkrimi. Und das ist ja im Fernsehen, muss man sagen, auch so ein Phänomen, dass es diese Landschaftskrimis überall bei ARD und ZDF gibt. Ob das die Ostsee ist, ob das Bayern ist. Es gibt regionale Krimis en masse. Und auch Ja. im Hörspielbereich gibt es den Küstenkrimi, Folge 15 mit dem Titel Jagdinstinkt. Was zum Hause Content und Media am 19.01. Ja, 19.01. Bringt Gerd Medien Fünf Geschwister, Folge 40, Schreck im Tonstudio. Da Ich bin habe ich froh, Folge dass ich 1 bis Einzelkind 39 bin. irgendwie verpasst. Ja, da bin ich froh, dass ich Einzelkind bin. So, dann die vier vom See, kenne ich auch nicht. Nö. Folge 4, die zweifache Täuschung, auch aus dem Hause Gerz am 19.01. Tja, am 19.01. von Hermann Media. Oh Mann. Margaret Wenn ich das Rutherford. Cover schon sehe, geht doch mein Herz auf. Ja, Margaret Rutherford 30. Abrakadabra, Simsalamord. Jetzt muss ich kurz fragen, hast du jemals eine Folge davon gehört? Nein. Jetzt frage ich mich, wer spricht Margaret Rutherford? Weil auch von den Synchronsprechern wird er keine mehr Nein, nein, nein. erwähnt, Das, ne? keine Ahnung, wer das macht, aber. Sollte man mal reinhören. Ja. Holy Soft sagt, Holy Klassiker, kann es nie genug geben. Jetzt schon die 83. Auflage mit Die verlorene Welt, 20.01. Fantastisch. So, dann müssen wir wieder ein bisschen scrollen. Dann geht es weiter aus dem Hause Harper Audio am 23.01. mit Hilda Hasenherz, das Abenteuer im Fuchswald. Okay. Ja, das lassen wir einfach mal so unkommentiert Ja. stehen. Übrigens, kein Mucks geht dann auch wieder weiter. Da wird es sein, genau die richtige Art von Haus aus dem Senderfreies Berlin 1966. So, dann haben wir Holy Soft nochmal mit Die Abenteuer der letzten Helden, Folge 20, Knochen und Staub am 26.01. Ja, und am 26.01. aus dem Hause Maritim die größten Fälle des BND, Folge 2, ein Diener vieler Herren. Und jetzt gibt es Okay. etwas, da müsstest du mich einführen. Wir reden hier von Jan Tenner, Folge 25. Die Klassikerfolgen oder sind das neue? Was haben wir Ich da? glaube, das sind neue, aber ich war auch nie der Jan-Tenner-Typ. Das hat mich Ich auch auch nie. nicht. Ich bin, also Science-Fiction-Hörspiele, damit kannst du mich jagen. Außer Zurück in die Zukunft. Habe ich jetzt Hörspiel gehabt. Ja, Aber gut, aber habe ich dann doch lieber die Filme geguckt. das stimmt. Aber Freiheit für Nirat gibt es von Jan Tenner am 26.01. Und dann gibt es was uns theoretisch interessieren könnte oder doch nicht? Ich weiß nicht, ob ich mir das als. Also, ich hatte damals ein paar Hörspiele aus der ersten Reihe von Europa. Karussell bringt Asterix die weiße Iris, Folge 40. Ja, weiß ich nicht, Asterix als Hörspiel. Ich finde die Comics heute schon scheiße. Okay. Also, die Nur. neuen, ne? Also die alten sind über jeden Zweifel erhaben. Ja. Aber nachdem Goscinny, also mit dem großen Graben ging es abwärts. Vor allem im letzten neuen Comic, da sind sogar Klimakleber und alles. Ja, wie witzig. Das nächste, das würde dich interessieren. Ja, sind unterschiedlich. Geisterschocker Folge 109, Atoll der Dämonen aus dem Hause Romantur Audio. Mir fehlt da immer so ein bisschen der Erzähler. Die verzichten immer auf Erzähler. Das macht Contendo Media auch, da klappt das ganz gut. Bei Geisterschocker wünschte ich es mir für die Atmosphäre immer so ein bisschen. Gut. Die legendären Sherlock Holmes Legends gehen weiter. Folge 22, das Geheimnis von Boscombe Valley aus dem Holy Soft, ebenfalls 26.01. Und die nächste Folge, das nächste werde ich mir anhören. Lübbe Audio bringt John Zinkler 167 Teufelsspuk und Killerstriegen. Und ja, John Zinkler ist immer so ein Wechselbad der Gefühle. Also seitdem, ja, seitdem das die neueren Macher sind, ist es immer, wenn es Einzelfolgen sind, sind sie meistens sehr, sehr gut. Wenn man sich auf lange Sicht auf einen Bösewicht konzentriert, dann wird es manchmal echt öde. Ich denke da an die Shimada-Samurai-Nummer, die sich über, ich weiß nicht, 30 Folgen gezogen hat und die wirklich öde war. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier ist. Hoffentlich eine Einzelfolge. Die drei Fragezeichen. Folge 225 und der Puppenmacher aus dem Hause Europa, auch am 26.01. Bist du da noch im Thema drin? Manchmal. Ich höre sie sporadisch. Also so richtig intensiv habe ich die Folge 200 gehört, die ich sehr gut fand. Immer mal wieder, es gibt immer wieder Folgen, da höre ich rein, dann mache ich aus, dann höre ich wieder ein paar Folgen. Ich habe auch ein paar noch besprochen. Die sind unterschiedlich. Also es ist natürlich schön, dass das noch die Original drei sind, die ja mittlerweile auch wirklich auf die 60 zugehen. Ja, es kommt immer darauf an, wer sie schreibt. Wenn Minninger es schreibt, dann ist es meistens ziemlich zerfasert und langweilig.
Wenn ich richtig erinnere, gab es vor kurzem auch ein Adventskalender, Hörspiel, drei Fragezeichen, kann Das hat das meine sein? Frau gehört, die meint, das war ganz gut. Genau, da habe ich nämlich die Kollegin Antje Wessels gehört, die auch das übermaßen gelobt hat, obwohl das Ding relativ lang ging, ne? Aber hat es auch sehr gelobt. Naja, Ja. also das ist so ein drei Fragezeichen, ist mein klar, bei 225 plus Bonusfolgen, die ja da nicht mit eingerechnet sind. Also wir sind ja schon locker über 250. Wenn du auch noch die drei, die es ja gar nicht mehr gibt, die du auch bei keinem Streamingdienst mehr findest und aber manchmal von irgendwem illegal auf YouTube hochgeladen, die man ja macht, als man die Rechte verlor für die drei Fragezeichen, dann ist man ja schon bald, dann kratzt man ja schon bald an der 300. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt kommt wieder etwas, wo Christian sagen wird, braucht die Welt nicht. Wir erwähnen Nee. es trotzdem. Ja. Fünf Freunde Den Junior Nummer 3. Timmy, der Meisterdetektiv und der vermisste Hund aus dem Hause Europa. Wer es braucht. ja, aber wir sind, das muss man auch sagen, am Ende sind wir natürlich auch nicht die Zielgruppe dafür, ne? Wenn wir Nein, aber ich gerade frage mich immer, wie gesagt, was ist denn die Zielgruppe? Warum müssen Eltern sich auf Fünf Freunde Junior konzentrieren, wenn Fünf Freunde jetzt nun wirklich nicht so gruselig ist, dass man das nicht auch irgendwelchen Fünfjährigen schon vorspielen kann, die sich auch nicht langweilen würden? Also ich habe, wie ja. gesagt, ich habe kurz vor meiner Einschulung mit der Superpapagei angefangen von drei Fragezeichen und musste keinen drei Fragezeichen Kids, gut, die gab es auch nicht, aber ich fand es gut. Es hat mir gefallen, ich habe auch keine Albträume davon gehabt, nicht mal vom seltsamen Wecker oder vom tanzenden Teufel. Ich finde, das ist überflüssig. Am Ende muss man sagen, ist das natürlich eine weitere Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Das Also, ist das das andere. sehe ich. Ja, Ja. so. Aber dann kann ich auch gleich mehr von der Originalserie machen. Ja, So, gut. das ist eigentlich wurscht. Oscar Wilde und Mycroft Holmes, Sonderermittler der Krone, Folge 47, was für ein Titel, mit dem Folgentitel Ursprung des Seins am 26.01. aus dem Hause Maritim. Ja, und Contendo Media bringt am 26.01. den Inselkrimi 29, Geier über Gotland. Und Maritim sagt, die geheimnisvollen Fälle von Edgar Allan Poe und Auguste Dupin, auch das muss weitergehen mit Folge 21, Tod eines Feindes. Ja, was würde Heinz Rühmann sagen, dass aus dem Hause Maritim Pater Braun Folge 81 kommt, der schlechte Ratgeber? Oh, und jetzt geht's hier los mit Edgar Wallace präsentiert. Das ist eine neue Reihe, wie ich sehe. Edgar Wallace präsentiert, was? Bliss Bliss. ermittelt. Bliss ermittelt, ja. Wir haben mit den Hexer. Ist das denn jetzt aber was Neues oder ist das eine Neuauflage einer? Nee, das ist was Neues. Das Okay. ist jetzt, ich glaube, dass die Edgar Wallace-Sachen jetzt mittlerweile hier, also Lizenzfrei dass durch Verjährung. lizenzfrei sind, durch Verjährung sind. Deswegen kommt jetzt aus allen Häusern, Also kommt jetzt. könnten wir Wir könnten Edgar Edgar Wallace? Wallace machen. Wir könnten Edgar Wallace-Hörspiel machen und keiner könnte uns ans Bein pissen. Wir könnten auch ein Edgar Wallace trifft auf Winnie Pooh machen. Und nächstes Jahr, also jetzt dieses Jahr, 2024, laufen die Rechte für Mickey Maus aus. So, mal Das kurz heißt, wir könnten auch ein Mickey Maus-Hörspiel machen, ohne dass man uns ans Bein pissen könnte. mit Jörs ein Edgar Wallace Hörspiel. Ja, sehr gut, sehr Ja, gut. Edgar Wallace trifft auf Winnie Pooh. Sehr schön. Der Winnie Pooh-Hexer. Das wird ein Knaller werden. Und Mario lassen wir einsprechen. Hallo, hier spricht Mario Mario Perez. Wallace. Genau. Europa Ja. sagt, die Teufelskicker müssen weitergehen. 100 Folgen reichen nicht. Hier ist Folge 101, der doppelte Norberger. Fantastisch. Übrigens denke ich gerade, dass der schmierige Informant, das kann nur Holger Kreimeier sein bei Edgar Wallace, oder? Genau. Der Schlemiel-Typ. Ja, der stimmt. Machen wir, machen wir. Da Da gibt's. wirst du jetzt ein bisschen so, nein, das kann ich nicht sagen, weil ich kann ja meinen Zweitarbeitgeber nicht ans Bein pissen. Nein, entschuldige bitte. Ich habe weder einen schriftlichen Vertrag noch sonst was. Alles gut. Ja, jetzt ist die Frage, wie heißt dieses Label? Audionarchie oder heißt es Audionarchie? Bringt das Schwarze Auge 20 Früchte des Zorns am 26.01. weiterhin? Genau. Dann gibt es aus dem Hause Dreamland, die Dreamland-Grusel-Serie, Folge 64, der Kopfjäger. Das klingt nach einer kopflastigen Geschichte. Ja, also da, wie gesagt, kann man definitiv mal reinhören. Und natürlich geht es dann auch mit Tony Ballard weiter am selben Tag, Folge 56, das Ghoul-Imperium. Und dann scrollen wir ein bisschen, bis Ja. wir sind, machen wir hier Silberfisch Hörbuch am kleinen Klingt auch Silberfisch super. liest. Das Ja. wäre eventuell auch noch eine Idee für ein Hörspiel.
Die Schule der magischen Tiere, endlich Ferien, Folge 8, Franka und Cooper. Wie gesagt, aus dem Hause Silberfisch, Hörbuch Hamburg. Ja, komm, dann kannst du gleich das Doppelpack machen. Silberfisch Hörbuch Audio macht nämlich noch was. Der kleine Rabe Socke. Alles Freunde, Ladies and Gentlemen. Achso, alles Ja. Freunde heißt die Folge. Ich bin da Ja. nicht, also irgendwie, ja, aus dem Ja, keine Hause. Ahnung. Das sieht so aus. Aber hier, der nächste. Ah, Nee, 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 das nee, nee, war's, nee, das nee, nee, war's, nee, das nee, war's, nee. das Das war's, war's. das war's, das war's, das war's. Wir werden natürlich nicht spoilern, ob der Februar wieder mit Van Dusen beginnt. Und vielen weiteren schönen Klassikern. Hast du so einen Abschlusstipp? Welches Hörspiel aus diesen wirst du definitiv dir anhören? Ich werde auf jeden Fall in diese Blabla-Murder-Tales mal reinhören. Und ich werde natürlich John Sinclair hören. Ich werde auch bei Dreamland Grusel vermutlich reinhören. Okay. Wie gesagt, da es Einzelfolgen sind, ist es nicht so schlimm, wenn man das auch mal später macht. Aber Murder-Tales werde ich auf jeden Fall hören, wie gesagt. Und John Sinclair aus Gewohnheit. Und ich bin ein bisschen traurig, dass es gar kein Mord ist, ihr Leben oder die drei Senioren im Januar gibt. Ja, aber die drei Senioren Da. machen jetzt auch ein bisschen Winterurlaub, haben Weihnachten gerade hinter sich, darfst auch nicht zu viel verlangen. Ich höre Ja. definitiv, ich verspreche das, bis zum nächsten Mal höre ich mal in diese Edgar Wallace-Geschichte rein. Möchte gerne Na. mal wissen, was sie daraus gemacht haben. Wir können ja in 4 Wochen zumindest mal ganz kurz anreißen, wie wir es gefunden haben. Also das, was du dir eh anhörst, Genau. und so weiter. Und dann sagen wir, ob es sich lohnt. In diesem Sinne wünschen wir einen schönen Januar. Kommt gut ins neue Jahr. Nicht zu verkatert, hoffen wir. Scheiß was Genau. auf die Vorsätze. Ihr könnt nämlich immer irgendwas ändern. Dazu braucht es keinen 1. Januar. In diesem Sinne, bis in 4 Wochen. Macht's gut. Bis dann, Ciao. ciao.